Der Rückbau der alten Lennetalbrücke hat begonnen. In diesem Zuge werden Stück für Stück die alten Pfeiler abgebrochen. Bei zwei der Pfeilern allerdings kann nicht wie sonst der Abbruchbagger seinen Dienst vollrichten, sondern sie müssen gesprengt werden. Ja, hinter uns sieht man jetzt die beiden Pfeiler, die um 15 Uhr gesprengt werden. Der Grund für die Sprengung sind Umweltauflagen. Also die beiden Pfeiler oder Betonbrocken dürfen nicht in die Lenne fallen. Wir dürfen auch keine Geräte in die Lenne stellen. Die könnten ja Öl verlieren. Insofern werden die Pfeiler gesprengt. Die sind gestern Abend schon vorgeschwächt worden. Man sieht da schön diese Keile, die da schon reingestemmt wurden. Die Bohrlöcher sind inzwischen mit Sprengladung versehen worden. Das sind pro Pfeiler ca. 2,5 Kilo Dynamit oder Sprengstoff. Die Pfeiler selber, wenn die umkippen, wiegen ca. 1300 Tonnen pro Stück. Die werden aber ziemlich weich fallen, weil die fallen in ein Fallbett. Die ganze Vorbereitung ist ziemlich aufwendig. Wir hatten also einige Tage zuvor umfangreiche Termine. Es wird auch ein Sicherheitsradius von 100 Metern um die Baustelle, um die Sprengstelle herum aufgebaut. Die Autobahn wird angehalten für ca. 20 Minuten. Und das wird beginnen um 14.55 Uhr, wenn wir den Verkehr auf der Autobahn anhalten. Und wenn alles gut läuft, werden wir nach ca. 20 Minuten den Verkehr wieder freigeben. Ja, ne? Genau. Du müsstest an den Riegel, an den Pfeiler, wo nichts mehr dran ist. Genau. Mit zahlreichen Drohnen wurde vor der Sprengung sorgfältig das Terrain rund um die Pfeiler abgesucht. Das technische Hilfswerk Hagen war im Einsatz, um die Autobahn und umliegende Straßen kurzzeitig zu sperren, damit es pünktlich um kurz nach drei zur Sprengung kommen konnte. Die Vorbereitungsarbeiten laufen schon seit 4 Wochen. Wir gehen davon aus, dass alles ordnungsgemäß vorbereitet ist und dass die Pfeiler auch ordnungsgemäß in ihre Richtung in die Fallbetten fallen werden.